Willkommen zu einer neuen Folge Lufia 2. Ja, im letzten Part ist mir ein bisschen die Zeit davon gelaufen und deswegen geht's hier direkt vor dieser Wand weiter, wo dieses Vieh vor uns wartet. Bist du nicht derjenige, der den Schlüssel an sich genommen hat? Wir wollen deinen Schlüssel zuwider. Der Schlüssel gehört nur mir. Auf immer und ewig mir. Ja, wer hätte gedacht, ne Gegner? Eisbombe. Ja, hier schlagen wir nochmal drauf. Ja. Nicht schlecht. So, Rufverstärkung. Soll mir recht sein. Den Batsch mal schnell um, dann können wir uns wieder den Hauptgegner zuwenden. In dem Kampf ist nämlich wichtig, dass man immer die Gefährten zuerst wegmacht. Ansonsten wird's schwer und oh Gott, ich krieg zu viel Tier, ist tot. Es darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, ist. Ey, die überlegt kaum zwei Attacken. Komm, heil uns erstmal. Ja, wie gesagt, erstmal die Gefährten wegtun, da, besiegen, dass der Kampf leichter wird. Denn der kann, glaube ich, bis zu drei oder vier Gefährten rufen, dann kann das schon ganz schön nervig werden. Deswegen immer schön die Gefährten wegmachen. Ja, und nochmal. Ah, okay, geht nicht. Dann normale Attacke. Du heißt uns hier. Und dann dürfte der Kampf eigentlich kein Problem sein. Normalerweise. Sei mich bei uns nochmal so richtig viel Scheiße. Ich hoffe es aber nicht. Na, Tier, warum machst du auf einmal so wenig Schaden? Oh ja, ist gut, du Arsch. Komm. Hier, heil dich. Ey. Jetzt gib hier doch einfach. Du siehst scheiße aus. Schalalalala. Du siehst scheiße aus. Jetzt gib hier. Ja, ruf doch Verstärkung, du verfickte Pussy. Drauf, der Gefährte muss weg. Na, ja, so überlebt er. Leider. Oh Mann. Ja, der Kampf wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen. Sind ja erst 3 Minuten. So, jetzt drauf, Leute. Und weiter auf den Idioten. Na klar, der hat den Schlag überlebt. Nee, Moment mal. So. Nein! Ah, oh, das hab ich wieder am Leben gelassen. Verdammt! Ey, Leute, das ist doch wohl jetzt nicht wahr. Jetzt muss ich schon wieder rumheilen. Mann, Mann, Mann. Ich hab ganz vergessen, wie nervig der Kampf ist. Nee, du machst. Nee. Du machst Eisangriff und Tier heilt sich erstmal. Wird auch höchste Zeit. Na, Gott sei Dank, voll Energie. Hätte wenigstens so knapp 2 Schläge aus. Oh Gott sei Dank! Mein Gott, hat der genervt. Und wir haben den Schlüssel erhalten. Juhu! Wurde ja auch Zeit. Ist ja ein Skandal gewesen. Ja, heilen uns erstmal hoch. Und speichern gleich mal. So, jetzt können wir ganz gemütlich die Höhle verlassen.
Unsere Arbeit hier ist erledigt. Und der Scheißkampf auch. Boah, das war echt. Naja, so geht's auch. Bisschen anders als sonst, aber was soll's. Hoffentlich wieder zurück, die Treppe hoch. Ich glaube, von da ist mir gekommen. Ja. Seid da auch mit den vielen unnötigen Monstern, die alle so böse sind. Ach nee, ist noch so Verstärkungsrufe. Ach nö. Ihr seid Schwächlinge. La 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 la. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen. Ich versuch's trotzdem immer wieder. Auf drauf. So. Und der Kampf 4899 erledigt. Also, ich weiß, auf der Treppe drin noch ein Kampf oder was? Mann, Mann, Mann. Ey, komm. Tier, fang an zu gucken. Rabierter Schmetterling! Und jetzt noch Saug abwischen. Ey, gibt es doch gerade überhaupt keinen Sinn, was ich da von mir gebe, aber was soll's. Oh, na toll, jetzt bin ich verwirrt. Na, okay, ich schlaf. Geht ja. Naja, hätte ich jetzt Funken gemacht, wäre es gewählt. Na egal. Kampf erledigt. Tier, Level up. Heilen wir uns erstmal. Ups. Tier braucht jetzt schon einen zweiten hier. Ich bin beeindruckt. So. Jetzt verlassen wir diese scheiß Dreckshöhle. Hier weg. Hau ab, du Fledermaus. Ich will ja einfach nur noch raus. Ja, Licht. Tageslicht. Ich bin in der Oberfläche. Woohoo! Und ich freue mich sogar über die Raupe, die mich hier angreift. Denn ich bin endlich wieder frei. Nicht mit dieser stinkenden, versiegten Dreckshöhle. Jetzt haut schon drauf. Oh Mann, Tia, warum bist du so schwach? Warum kannst du nicht... Ach. Was kann Tia eigentlich? Was ist... Was gibt's hier eigentlich? Tia ist so typisch. Hallo, ich bin Nebencharakter. Ich bin einfach da, um zu nerven. Genau das ist ihr Zweck. Jetzt kann ich endlich wieder nach Tanbel. Hurra! Wenn ihr nach Tanbel kommt, müsst ihr mich besuchen. Wir führen dort ein Hotel. Ich bin Liana. Bei uns könnt ihr kostenlos übernachten. Nun muss ich aber weiter. Ups, die Tür ist noch verschlossen. Benutzt Schlüssel. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf geht's. Vielen Dank und gute Reise. Yeah. Wir sind auf einer neuen Landkarte und da ist wohl diese besagte Stadt. Oh, neue Plups. Oder hatten wir schon mal grüne? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall halten wir mal ein bisschen mehr aus. Bats. Geschafft. Gut. Wir sind in Tanbel angekommen. Willkommen, Tanbel. Wer seid ihr? Das ist hier. Mein Name ist Miku. Hallo. Ich danke dir für das, was du im Tempel getan hast. Du bist es, Bruder. Bin gerade auf dem Weg zu dir. Liana, wer sind diese Leute? Sie fanden den Schlüssel, als ich die Probleme im kleinen Tempel hatte. Das sind Miku und Tia. Nett, euch kennenzulernen. Das ist mein Bruder Guy. Vielen Dank, dass ihr meiner Schwester Liana geholfen habt. Miku, bleibt doch noch ein wenig. Ich habe etwas ganz Besonderes gekocht. Gute Idee.
Sie kann zwar nicht allzu viel, aber das Kochen hat sie drauf. Und was genau meinst du damit? Nun, was kannst du denn noch? Mir fällt gerade nichts ein. Wie bitte? Ich kümmere mich um das Hotel. Koche, putze, mache die Wäsche. Und du? Ich wasche meine Unterhosen. Na toll, das ist aber auch schon alles, was du kannst. Mehr nicht. Haha. Männer drücken sich vor der Arbeit, wollen aber die ganze Welt regieren. Nicht wahr, Matthias? Ich sehe das ähnlich. Bitte? Nicht zu ungut. Bleib doch heute bei uns. Leana, mach doch bitte alles zurecht. Sofort. Ich gehe ein wenig trainieren. Schau doch später vorbei. Klar, sehr gerne. Bis dann. Das scheinen sehr, sehr nette Leute zu sein. Auf alle Fälle. So, gehen wir mal ins Hotel. Upp. Ein Moment noch. Das Essen wird gleich fertig sein. Oder möchtest du etwas schlafen? Ja. So, dem. Da hier immer mehr Monster auftauchen, habe ich von Gaidas Kämpfen gelernt. Cool. Ah, das ist er. Herr Miku, machen wir ein kleines Match? Ja. Also los geht's. Der Bessere soll gewinnen. Das kann eigentlich nur ich sein. Du scheinst wirklich ein starkes Selbstbewusstsein zu haben. Zeig, was du kannst. Geil! Was ist denn? Gerade geht der Spaß erst richtig los. Geil, Monster, die Stadt ist voller Dämonen. Wie bitte? Boah, was ist jetzt los? Was zum Teufel? Bist du der stärkste Mann in der Gegend? Wer bist denn du? Das geht dich ni ja mal überhaupt nichts an. Doch du wirst mich noch kennenlernen. Geil, lass uns das Spiel verschieben. Zunächst sollten wir den Kerlen zeigen, was Sache ist. Hübsche Idee, wir vermöbeln das Pack. Ja, wir haben jetzt noch Guy zurück dazu bekommen und er ist ein sehr guter Kämpfer. Wird der Schaden mal richtig rollen, nicht so wie Tier-Billigschläge. Schaut euch an, was Guy drauf hat. Yeah. Das sieht doch gleich viel besser aus. Vierzig, das ist einfach nur geil, was so ein Schaden der macht. Ah, Tier ist schon wieder tot. Ich achte einfach nicht auf ihr. Ja, ich achte nie auf Tier. Uiuiui. So, Kampf beendet. Geil, kleinen Level up. Cool. Ist das alles recht einfach? Hoch, Männer, heute sie. Männer, haut sie weg. Du bist der Nächste. Donnerküttel, ich komme wieder. Und weg ist er. Kleine Unterbrechung, also bist du bereit? Geil, Leana wurde von irgendeinem Verrückten entführt. Leane? Leana? Dieser Schuft. Er verschwand zum Turm im Südosten. Danke. Ich begleite dich, Guy. Im Turm wimmelt es von Monstern. Eigentlich viel zu gefährlich. Aber nicht für dich. Auf geht's. Ich habe mich gerade verlesen. Ich weiß es. Ja, Guy schließt sich an. Und ich speichere jetzt noch und mach Ende für heute. Der Bosskampf eben gerade, der ging mir zu arg auf die Eier, um heute noch weiterzumachen. Ich mache heute nur ein Part, ist mir so egal.